Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Palmu Drive. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass die Vogelscheuche sich auch schon im Haus blicken lässt. Und wir haben unter anderem eine Spieluhr verfolgt. Und ich bin wieder total planlos, was wir als nächstes tun sollen. Aber man merkt, wir sind jetzt, glaube ich, bei Tag 21. Man merkt, ja, das Gruseln zieht echt an. Also inzwischen fühle ich mich hier in dem Haus echt unwohl. Ich fühle mich schon die ganze Zeit unwohl. Also wenn ich da jetzt im Real Life wäre, ich wäre schon längst weg. Aber jetzt auch so im Spiel, so ein bisschen. Es ist gerade halb vier. Ja, halb 4 Uhr in der Früh. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Und draußen ist es dunkel. Es schneit hier gerade bei uns. Wie blöd. Und ja, es ist ein bisschen beklemmendes Gefühl, muss ich sagen. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Aber man wartet halt jetzt jeden Moment drauf, dass auf einmal der Clown hinter einem steht. Und wir sind ja dem Clown schon mal begegnet. Aber ich meine, gut, solange das Ding sich nicht. Ist schlimm genug, dass der dann das Lachen anfängt und auf einmal irgendwo sitzt. Aber solange der jetzt nicht hinter mir herrennt mit einem Messer. Ich sollte sowas nicht sagen. Ich sollte sowas wirklich nicht sagen. Natürlich gewittert es jetzt auch noch. Und meine Kopfhörer sind so laut eingestellt, dass ich auch richtig schön erschrecke, wenn was ist. Und deswegen bin ich da so ein bisschen. Man mag mich engstirnig nennen, aber ich bin so ein bisschen am rumexistieren gerade, ein bisschen am Schwitzen, weil ich eben jeden Moment wieder was erwarte. Und ganz ehrlich, bringt das kleine Gruselmädchen zurück und lasst den Clown, wo er ist. Das wäre mir wesentlich lieber. So, wo jetzt hin? Hier waren wir als letztes, glaube ich, oder vor kurzem zumindest. Nee, als letztes nicht, aber vor kurzem. Wo müssen wir hin? Hier ist zu. Hier ist auch zu. Hier war die Spieluhr als letztes. Es ist hier gerade auch richtig kalt in der Wohnung, in meinem Büro. Ich sollte vielleicht nach der Aufnahme mal die Heizung ein bisschen hochdrehen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht kalt, vielleicht läuft mir nur ein kalter Schauer über den Rücken. Das kann natürlich auch sein. Und ich hätte schon längst eine Aufnahmepause eigentlich machen müssen. Aber ich freue mich so, wenn wir dieses Spiel durchhaben. Und dann nehme ich erstmal wieder Skyrim ein bisschen auf. Mit der guten Socki, wenn wir ein bisschen runterkommen wieder. So, kommt was Gutes im Fernsehen? Natürlich nicht. Der Typ kann nämlich nicht einen Elektriker rufen. In dieser Stadt gibt es keinen Elektriker. Der Clown ist immer noch weg. Was ich nicht so wirklich gut finde. So, sollen wir wieder eine Spieluhr verfolgen oder? Hier waren wir schon lange nicht mehr. Vielleicht wirklich hier mal ein bisschen durchgucken. Wenn diese Taschenlampe nicht immer. Ach Mann, also das mit der Taschenlampe finde ich echt nicht gut. Ich meine, das wäre schon so gruselig genug, aber ich möchte wissen, was in dieser Tür drin ist. Ganz ehrlich. Können wir es uns leisten? Nee, wir haben nur zwei Batterien. Ich wollte gerade vielleicht mal eine Batterie nachlegen. Ich habe eine Batterie nachgelegt. Na gut, jetzt ist es schon passiert. Aber wohin? Wohin? Jetzt zieht's gerade ein bisschen. Hallo? Clowny? Vogelscheuchi? Und da
das nächste, was mir aufgefallen ist, warum lässt der Kerl denn nicht eigentlich die Türen offen? Warum macht der die immer hinter sich zu? Ja, wahrscheinlich, dass er merkt, wenn er verfolgt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein bisschen unter Verfolgungswahn leidet. So, wo sind wir jetzt hier wieder? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Nee, da wollte ich nicht hin. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich renne, dann passiert was. Deswegen laufe ich lieber ein bisschen langsamer. Streichhölzer bringen uns ja jetzt auch nichts, weil wir müssen uns ja im Haus bewegen. Wir müssen ja rumlaufen. Ich weiß nicht, ob ich auf der Renntaste bleiben soll oder nicht. Gehen wir mal hier runter. Ja, pst, du mich auch, pst. Mann, dieses pst. Das ist nicht gruselig, das ist inzwischen nur noch nervig. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier rein? Hier geht's rein, aber ich weiß nicht, was ich hier soll. Alter, das Bild, ne? Hier ist das wunderschöne und tolle Maskenzimmer. Hier ist nichts. Ich bin mir absolut sicher, dass draußen jemand um das Haus herumschleicht. Na toll. Ich sollte mich draußen umsehen. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Wieso willst du da raus? Draußen schleicht jemand rum und der will raus. Wer ist da? Wenn jetzt die Vogelscheuche da nicht mehr steht, ne, dann bin ich aber sowas von... Die ist weg. Die Vogelscheuche ist weg. Ey, ihr, wenn mein Herz gerade hören könntet, wie das rennt. Ist mir jetzt egal, ich leg die Batterien ein. Ich weiß, es wird nicht besser hier, aber... Oh Mann, ich brauche ganz, ganz dringend eine Aufnahmepause. Sobald wir den nächsten Zettel gefunden haben, mache ich erstmal eine Pause. Zum Beruhigen. Und mal was essen. Ich habe Hunger. Hilfe, helles Licht. Ich habe niemanden gesehen. Habt ihr was gesehen? Aber da liegt jetzt bestimmt irgendwo ein Schlüssel, oder? Sag jetzt nicht, der liegt da irgendwo im Gebüsch. Also, jetzt muss wahrscheinlich erst wieder die Taschenlampe leer werden. Hier ist aber nichts. Ich meine, da schleicht ihm. Vielleicht war es die Vogelscheuche und wir haben sie jetzt bloß nicht gesehen. Vielleicht ist sie jetzt wieder an ihrem Platz und da liegt jetzt ein Schlüssel. Das kann natürlich sein. Mann, rennt hier eine Vogelscheuche rum? Ich glaub's ja nicht. Bist du wieder da? Nee. Vogelscheuche ist immer noch lost. Wenigstens der Regen hat mal aufgehört. Ja, so viel dazu. Da steht die Frau ohne Arme. Mit nur einem Arm und bedeckt ihre Blöße. Aber wo sollen wir jetzt hin? Ich meine, der Tipp war ja, draußen schleicht jemand ums Haus. Vielleicht haben wir denjenigen auch schon gesehen, wahrscheinlich die Vogelscheuche. Aber das bringt uns ja jetzt nichts. Irgendwo muss jetzt ein Schlüssel sein, denke ich, oder ein Zettel. Ich denke mal ein Schlüssel. Da wäre das Tor und da steht unsere Auto. Unsere Auto? Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr richtig reden. Es wäre so leicht, wir bräuchten nur zum Tor rausspazieren und das Ganze hier zu beenden, aber ich möchte es halt durchmachen. Man kann nämlich, wenn man rausgeht, glaube ich, flüchten, wenn man es nicht mehr aushält. Aber wir sind jetzt so weit gekommen, wir ziehen das hier durch. Aber ich finde nichts.
komm raus, wo immer du bist. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Und habe nichts gefunden. Das gibt's noch nicht. Liegt hier ein Schlüssel? Liegt hier irgendwas? Ich meine, es raschelt schon wieder, ne? Aber wo wurden wir denn gerade so von dem grellen Licht erschreckt? Da war bestimmt was und ich, Torfnase, hab's bloß wieder nicht gesehen. Stand bestimmt die Vogelscheuche oder so. Wir haben keine Batterien mehr, das heißt, ich kann auch nicht die Batterien nach... die Taschenlampe mit neuen Batterien versorgen. Sonst würde ich das jetzt tun, um hier vielleicht einen Schlüssel irgendwo zu finden. Aber hier ist nichts. Oder bin ich blind? Komm, Kollege, hau mal noch einen Tipp raus. Ich kann ja jetzt hier nicht stundenlang im Gestrüpp rumrennen. Oder muss ich vielleicht einfach wieder ins Haus? Kann das sein? Kann auch sein, dass ich jetzt wieder rein soll. Ja, ich weiß, die Schaukel bewegt sich. Wo geht's hier? Ich hoffe, ich habe mich vertan, aber ich hatte das Gefühl, dass die Vogelscheuche nicht mehr an ihrem Ort steht. Ich sollte mich dort genauer umsehen. Ah, okay. Da kam wieder ein Tippchen. Also doch, hier die Vogelscheuche. Die war ja hier gestanden. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Hier sollte sie eigentlich stehen, glaube ich. Vogelscheuche? Vogelscheuche? Ja, jetzt geht natürlich die Taschenlampe aus. Aber hier ist nichts. Ach doch, hier. Ein Schlüsselchen. Friedhof? Friedhof? Wenn wir schon mal hier sind? Nein. Okay, warum will ich unbedingt auf den Friedhof? Was soll ich denn auf dem Friedhof? Bestimmt passiert jetzt was, wenn ich die Tür aufmache. Oder auch nicht. Hallo? Ich habe einen Schlüssel. Ich bin der neue Hausmeister. Aber hier ist nichts. Wir haben noch so viele Türen, die zu sind, aber ich weiß nicht wo. Hier oben sind auf jeden Fall noch welche zu. Probieren wir erstmal die hier aus. Ja, hier. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Fall für die Supernanny. Kindergelächter hier die ganze Zeit. Da liegt ein Zettel. Aber ich kann doch jetzt noch nicht die Folge beenden. Wir sind gerade 13 Minuten drauf. Linda hält es hier nicht mehr länger aus. Sie will weg. Wir wollten morgens losfahren, aber das Auto sprang nicht mehr an. Wir müssen noch einen Tag länger bleiben. Wieso musst du einen Tag länger bleiben? Alter, es ist jetzt Tag. Hau ab! Tag 22. Oh je. Freunde, ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal, bis wir den nächsten Zettel gefunden haben. Weil ich dann einfach eine Aufnahmepause machen möchte und das Spiel speichert eben nur dann, wenn man einen Zettel findet. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich diese Folge ein bisschen in die Länge ziehen. Es wird vielleicht ein bisschen eine längere Folge, ihr seht es ja schon, ich noch nicht. Aber vielleicht finden wir ja auch alles, bis wir bei ungefähr 23 Minuten sind. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja probieren. Ich werde hier wahnsinnig. Da rumpelt es wieder, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr. Ich glaube, da oben waren wir gerade, ne? Nein. Alter! Was? Oh ne, jetzt fangen hier schon Dinge an, Menschen rumzulaufen. Oh ne. Oh, nicht dein Ernst. Wieso nur? Warum?
Es laufen hier schon irgendwelche Zombies durch die Gegend. Was? Ich krieg hier zu viel in dem Haus, echt. Hier waren wir auch schon. Also das finde ich jetzt gerade echt ein bisschen... Oh nee, wenn hier dann Leute rumlaufen, das... Uff! Gerade so ein bisschen beklemmend, muss ich zugeben. Hier waren wir drin als letztes. Ein paar schöne Kleider. Hoffentlich fangen die nicht aus, schweben an und fliegen hier durch den Raum. Da ist wieder die Büste. Aber hier ist nichts mehr, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich reden soll. Ich bin hier so gerade am Flattern. Ich müsste echt dringend eine Aufnahmepause machen und ein bisschen runterkommen. Weil das gerade mit der Person, die da gelaufen ist, das war gerade echt ein bisschen heftig. Weil man hier eben die ganze Zeit niemanden sich bewegen sehen hat und auf einmal läuft da einer durch die Gegend. Das ist so ein bisschen... Außerdem haben wir keine Batterien mehr. Wir haben nichts mehr. Wir haben zwar Streichhölzer ohne Ende, aber das nützt uns ja auch nichts. Was will ich mit Streichhölzern? Ich muss mich ja im Haus bewegen. Ich weiß auch nicht, ob das gerade so gut ist, wenn ich hier so schnell rumrenne, aber... Ich gehe nochmal nach draußen. Okay. Da war wieder gerade ein helles Licht. Vielleicht habe ich es wieder verpasst, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht böse drum. Also ich muss das nicht jedes Mal sehen. Oh Mann, ey. Hallo? Gehen wir mal kurz gucken, ob die Vogelscheuche wieder an ihrem Platz ist. Das würde mich doch ein bisschen interessieren. Batterien. Ich möchte Batterien wieder haben. Wenigstens eine. Die sind so schnell weg. Nee, die Vogelscheuche ist, glaube ich, immer noch nicht an ihrem Platz. Die ist immer noch weg. Ich will da gar nicht mehr rein, ey. Boah, Freunde. Das ist... nicht mein Spiel. Tizzy, wenn du das hier gerade siehst, spiel sowas selber, bevor du dich über mich lustig machst. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich steuere wieder wie blöd durch die Gegend. Und warte drauf, dass der Typ es labern anfängt und mit sich selber redet. Es rumpelt wieder. Hallo? Ich will da nicht hoch. Da oben ist jemand rumgelaufen. Aber wir müssen da hoch. Hallo? Ja, genau. Hallo? Da ist vorhin jemand rumgelaufen. Ich will da nicht hin. Warum mache ich das mit? Läufst du hier immer noch rum? Hier ist das Schlafzimmer. Hier ist aber auch nichts mehr. Und diese Taschenlampe, ne? Ey, ich schwitze hier wie so ein... Da ist zu. Die Frau ist, glaube ich, da rausgelaufen. Ist hier vielleicht ein Schlüssel oder sowas? Nee. Ich glaube, ich wäre langsam echt ein bisschen paranoid und ein bisschen blöd. Was bei so einem Spiel bestimmt nicht von Vorteil ist. Also jetzt gerade im Moment
fühle ich mich echt unwohl. Also das ist jetzt echt so ein bisschen... Bis jetzt ging es immer noch, aber jetzt gerade... Ist es echt so ein bisschen... Das Kerzenlicht macht es nicht unbedingt besser. Hallo? Also langsam könnte mal ein Tipp rüberkommen. Boah, wie ich dieses Haus hasse. Jetzt ist die Musik weg. Das ist ja gleich noch schlimmer. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal zurück ins Fernsehzimmer. Ach, das hast du im Gefühl, ja? Wo war denn noch mal das Fernseh... Lass das! Wo ist denn das Fernsehzimmer noch mal gewesen? Das war unten, glaube ich. Hier hinten war das. Oh, nee. Kommt jetzt Barbara Salisch oder so? Ich bin ja über Licht dankbar, ne? Aber nicht, wenn sich's von selbst entzündet. Hallo? Irgendjemand da? Die Clownpuppe sitzt noch da. Aber wir sollen im Fernsehzimmer irgendwas machen. Hier ist doch das Fernsehzimmer. Was soll ich jetzt hier? Weil der Kerzen... Muss ich die auspusten vielleicht? Oh, Freunde. Gerade im Moment geht mir echt die Düse. Ich puste jetzt hier die Kerzen aus. Ist mir jetzt egal. Ich bin doch hier im Fernsehzimmer. Aber hier passiert nichts. Muss ich vielleicht zurück? Habe ich die Kerze angemacht? Nein, ich muss den Kerzen folgen. Ich verstehe. Okay. So langsam wird mir doch ein bisschen unwohl jetzt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Boah, dieses Geräusch, ne, wenn die Kerzen angehen. Muss ich hoch? Oder? Ja, wahrscheinlich schon. Was ist hier los? Ich mach das jetzt schnell. Okay, noch eine Kerze, die angeht. Noch eine Kerze, die angeht. Hier rein vielleicht. Hallo? Nee. Hier rein? Auch nicht. Muss ich jetzt echt nach oben? Aber oben brennt doch... Ach, da liegt ein Schlüssel. So. Ist bestimmt hier irgendwo die Tür. Was war denn das jetzt wieder? Jetzt spielen die Uhren schon wieder verrückt. Aber wo jetzt hin? Ich habe jetzt einen Schlüssel, aber ich weiß nicht wohin. Vielleicht doch oben. Ich hoffe, da läuft jetzt nicht wieder eine Person durch die Gegend. War ich hier schon drin? Nein, aber ich komme auch nicht rein. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich will einfach nur den Zettel finden und eine Aufnahmepause machen. Bitte, 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 bitte.
Verdammt. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Also hier oben komme ich nirgendwo rein. Das heißt, ich muss ja wieder runter. Komme ich hier rein? Da komme ich zwar rein, aber da war ich schon. Und hier ist auch keine Tür mehr. Komme ich hier rein? Und da komme ich. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir wissen aber nicht, wofür. Für welchen Raum. Da waren wir auch schon drin. Gehen wir mal ganz runter. Waren wir da schon drin? Ich glaube, das ist ein Durchgang gewesen. Nein, da kommen wir noch nicht rein. Hier waren... Waren wir hier schon drin? Ja, das ist der Maskenraum. Hier waren wir überall... Oh Gott. Ein Esszimmer, so wie es aussieht. Ach ja, geht ja nicht. Batterien! Ich benutze jetzt aber nicht... Und einen Zettel! Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche im Haus wurden immer schlimmer. Na sowas. Echt? Wolltest du jetzt nicht abhauen? Oh Mann. Leute, das ist Tag 23. Und damit beende ich die heutige Folge. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.